Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lernvideo Objekte mit Kontrollwidgets bearbeiten. Mithilfe kleiner Anfasser, den sogenannten Kontrollwidgets, können Sie Rechtecke, Polygone und Ellipsen interaktiv bearbeiten. Die Widgets werden angezeigt, wenn Sie das betreffende Objekt mit dem Auswahlwerkzeug markiert haben. Möchten Sie die Ecken von Rechtecken oder Polygonen dynamisch abrunden, wählen Sie das entsprechende Objekt mit dem Auswahlwerkzeug aus und ziehen Sie eines der angezeigten Widgets in Richtung Objektmittelpunkt. Wenn Sie nur bestimmte Ecken dynamisch abrunden möchten, wählen Sie das Objekt mit dem Auswahlwerkzeug aus und klicken Sie bei gedrückter Umschaltentaste nacheinander auf die Widgets der Ecken, die abgerundet werden sollen. Ziehen Sie anschließend eines der zuvor ausgewählten Kontrollwidgets in Richtung Objektmittelpunkt. Möchten Sie die Seitenanzahl von Polygonen ändern? Wählen Sie zunächst das gewünschte Objekt mit dem Auswahlwerkzeug aus. Verschieben Sie nun das auf dem Begrenzungsrahmen angezeigte Kontrollwidget mit der Maus. Zum Schluss zeige ich Ihnen noch, wie Sie bei einem Kreis Kreissegmente erzeugen können. Wählen Sie das betreffende Objekt mit dem Auswahlwerkzeug aus und verschieben Sie das bzw. die Kontrollwidgets mit der Maus, bis das gewünschte Kreissegment übrig bleibt. Soll anstelle des sichtbaren Kreissegments das fehlende Kreissegment angezeigt werden, blenden Sie das Transformieren-Bedienfeld ein und klicken dort auf die Schaltfläche mit dem Doppelpfeil.